Hallihallo Freunde, ich will gar nicht lange reden. Es geht heute darum, das Jahr 2021 einmal für euch kurz zusammenzufassen, von dem Tag an, wo wir noch auf Europareise waren mit unserem Fridolin, also mit dem LT, der hier hinter uns steht, bis hin zu unserem neuen Grundstück, was wir hier gebaut haben. Viele Dinge, die an dem LT noch verändert wurden bzw. verbessert wurden. Und natürlich zum Schluss auch noch der Multivan, den wir uns gekauft haben. Aber jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Rückblick. Es ist echt viel, viel Material gewesen, über 8 Stunden Videomaterial. Und habe einige Zeit reingesteckt, um das Video so zusammenzukriegen. Also, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und natürlich ein Abonnement, falls ihr das Jahr 2022 auf keinen Fall verpassen wollt. Denn es geht richtig, richtig ab, sage ich euch. Ich verspreche euch, da kommt einiges auf euch zu. Und jetzt ab und viel Spaß bei dem Jahr 2021. Wir sind jetzt in der Ochsenbauchbucht angekommen. Wir sind jetzt in Metoni angekommen. Und wir haben den 15. Januar. Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt schon weitergefahren. Nachdem wir nun gestern das Coroni Castle besucht haben. Wir sind jetzt von Nafplio nach Pelea Epidavros gefahren. Wow, das Wasser, guck dir das mal an, richtig türkis. Wir haben jetzt einen wunderbaren Stellplatz gefunden. Wir sind jetzt hier bei dem Schiffswrack Dimitrios. Wir sind jetzt gerade sehr fleißig am Abendessen. Wir sind jetzt an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Ein Erdbeben war. Das ist jetzt ein ordentlicher Cut und zwar ging's. Perfektes Timing. Sehr gut. Ja. Das ist der äußere Schweller, der nicht mal bemängelt wurde. Und auch nicht vergessen, den Bremskraftregler selbst zu entlüften. Ich bin mega stolz drauf, was wir da gemacht haben. Hey Siri. Küche und Deckenlicht auf 100%. Smart Home in einem Van. Dieser Platz hier wird unser neues Grundstück. Hammer. Bilder, ey, die sind richtig verdammt. Geht's weiter mit unserem kleinen. Hallo Freunde, heute ist der erste Tag
wo wir an unserem neuen T4 Multivan arbeiten werden.